meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar kam gerade ein Paket an. Das ist relativ groß, muss ich sagen. Und zwar sind da meine Sachen drin, meine Erstausstattung zum Rebornen. Ich habe bei One to Real bestellt. Die haben wir in Eschwege gesehen. Die haben dort ausgestellt. Ich war sehr begeistert und habe deswegen mir gedacht, okay, wenn du anfängst zu Rebornen, bestellst auf jeden Fall bei denen. Hab mir jetzt so eine erste Grundausstattung gekauft, wo ich so gehört habe, was man braucht, was man nicht braucht. Und alles, was man braucht, habe ich bestellt. Das ist alles hier drin. Karton ist auch relativ schwer. Und ja, ich wollte euch heute einfach mal teilhaben lassen, wie wir das Ganze auspacken. Ich bin ziemlich aufgeregt. Es ist noch kein Bausatz drin. Den Bausatz habe ich extra bestellt, weil ich bei One to Real keinen richtigen gefunden habe. Da bin ich ein bisschen traurig, dass ich in Eschwege keinen gekauft habe. Da hatten sie wirklich wunderschöne Bausätze da. Ja, aber genau, ich würde einfach sagen, wir packen das jetzt aus. Wenn es ein bisschen lauter hier drum ist, ist es nicht meine Schuld. Unser Dach wird gerade neu gemacht. Das wird komplett restauriert und das hört man natürlich, weil hier ist halt direkt das Dach. Aber tut mir leid, aber ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß. Mein Messer wieder dabei. Meine Katze ist auch dabei. Miki! Genau, so. Packen wir das mal aus. Ich bin richtig aufgeregt. Richtig aufgeregt. Tada! Ich weiß gar nicht, was ich alles bestellt habe. Muss man ja mal zugeben, ne? Miki, nicht dahin. Nicht hinter dem Wickeltisch gehen. So, oh Gott, ich sehe schon was. Also, so sieht das Ganze aus, ja, gerade. Und ich sehe schon was. Das ist halt hier so eingepackt mit so Pappe. Hohoho! Also, hier haben wir erstmal einfach so Pappe. Dann haben wir das erste. Ist ein. Was ist das? Habe ich das bestellt? Also, eine Tüte. Und da sind. Ein Schwamm. So sieht der aus. Der ist richtig hart. Der ist richtig, also der ist, muss man schon einige Kraft aufwenden, um den zusammenzudrücken. Dann haben wir noch einen drin. Oh, der ist richtig hart. Der hat eine richtig komische Struktur. Das ist ja ekelhaft. Okay. Ja, damit macht man auf jeden Fall auch, habe ich so gelesen bei One to Real, dieses, halt diese Hautstruktur. Dann haben wir eine Pinzette. So eine, ja, so eine Plastikpinzette, so eine kleine. Und ich glaube mal, das ist der Augenbrauenstift, aber ich weiß es nicht. Steht hier nicht der? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist der Augenbrauenstift. Dann. Oh, sieht das Ganze so aus. Ups, aber. Wir haben hier einmal ein Pinselset. Einmal, also jetzt unspektakulär. Einfach so ein paar Pinsel. Das ist das ganz große Set bei denen. Und kostet 10 Euro, das weiß ich ganz genau. Das ist so ein, ja, Komplett-Set. Dann haben wir unsere erste Farbtüte. Die müssen wir auch mal komplett durchgehen. Ich habe echt das Gefühl, ich habe zu wenig Farben gekauft. Wie wenig Farben das sind. Also das sind nur so Probekisten, Probetüten. Also Probe, wie heißt das auch immer? Mein Gott. Die ganzen weißen sind zum Beispiel, damit es aussieht, als wird das Auge weinen oder damit die Nase weiß ist. Oder eins davon ist auf jeden Fall zur Versiegelung und eins ist noch für irgendwas anderes. Auf jeden Fall diese drei weißen, die sind auch nicht so ganz weiß, sondern die sind so durchsichtig. Das sind halt keine richtigen Farben, sondern eher so, ja, verschiedene Sachen zum Versiegeln zum Beispiel. Dann haben wir noch einmal ein Gelb. So ein ganz normales Gelb. Einfach. Dann haben wir rosa. Dann haben wir so ein helles Braun, so ein Beige, so ein, der so für typisch Hautfarbe eben. Dann haben wir, ich sehe übrigens voll krank aus, was. Dann haben wir ein Blau für so Äderchen und so. Ein Braun. Dann haben wir noch ein Rosa. Jede so eine kleine Packung kostet übrigens 2 Euro. Dann haben wir noch so ein Rot für die Lippen, so ein ganz starkes Rot. Ein helles Blau, wie zum Beispiel so Falten, so kleine Falten.
Dann noch so eine Art Braun, halt so alles so für den Hauptton. Ich muss mir natürlich erstmal ausprobieren, wie das ist mit den ganzen, wie mache ich das mit dem Hautton und so. Und dann habe ich noch so ein ganz dunkles Braun. Das sieht aus wie schwarz, aber es ist eher so ein dunkelbraun. Genau, und ich muss halt ausprobieren, was der perfekte Skinton und so. Und deswegen habe ich mir diese kleinen gekauft. Kosten wie gesagt 2 Euro. Damit kann man das ganz gut ausprobieren, bevor man die großen kauft. Die großen kosten relativ viel mehr. Genau, das sind unsere Farben. Dann haben wir eine große Packung, nämlich der Verdünner für die Farben. Das ist auch sehr wichtig. Ja, also das ist der Verdünner. Damit muss man die Farben, die machst du ja nicht so komplett aufs Gesicht, also auf den Bausatz vom Baby, sondern du machst hier so ein bisschen von diesem Verdünner und dann machst du halt ein bisschen von der Farbe mit da rein. Und dann kannst du es so auf das Gesicht tupfen. Und dann, oh Gott, das Schwerste, 1 Kilo Mineralgranulat. Fein. Genau. Das ist halt zum Befüllen. Und zwar sieht es so aus. Das ist halt für meinen ersten Bausatz. Das sieht ein bisschen aus wie Sand. ja, ich habe mir da auch echt was anderes drunter vorgestellt. Aber ich glaube, das ist für den Anfang gar nicht so schlecht. Ich wollte halt erstmal am Anfang erstmal nicht so das Teuerste, zum Beispiel Glasgranulat, ist ziemlich teuer. Und habe deswegen erstmal dieses hier genommen. Ich weiß nicht, was das gekostet hat, aber ich habe auf jeden Fall 2 Beutel 500 Gramm genommen. Das sind in 1 Kilo. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Genau. Und das war das Video zu unserem kleinen Box-Opening. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal.